Ja, das ist das Schöne hier in Braunschweig. Hier kann wirklich jeder jedes Thema auch ansprechen, ohne dass man gleich irgendwie schief angeschaut wird. Und ich wundere mich auch über sehr, sehr viele Mainstream-Medien, die mittlerweile Dinge, die vor ein paar Wochen oder Monaten noch als Verschwörungstheorie verschrien waren, ja, als ernstes Thema aufgegriffen werden. Ich nenne jetzt einfach mal nur die Welt, die jetzt die CO2-Lüge aufgegriffen hat. Das war sonst eigentlich immer so eine Domäne der angeblichen Verschwörungstheoretiker. Und immer mehr Sachen stellen sich doch als wahr raus. Also man sollte mit einem offenen Geist durch die Gegend laufen, nicht alles glauben, wirklich auch selber recherchieren. Auch wenn euch die Sachen interessieren, die Ulrich gesagt hat über die Freimaurerei, recherchiert selbst und bildet euch eure eigene Meinung. Wir wollen hier keine Meinung freigeben, sondern recherchiert eben halt wirklich selbst. Und das ist eben halt auch der Unterschied bei den Mahnwachen. Die Mahnwachen ist eben halt keine Loge, ist keine Partei. Und wir haben keinen Fraktionszwang. Das heißt, hier hat jeder seine eigene Meinung, kann seine eigene Meinung vertreten. Und das ist eben halt, warum es in der Politik gar nicht sein kann. Denn die müssen so entscheiden, wie die Mehrheit das so haben möchte. Und da ist keiner frei. Gut, der Stefan. Stefan wollte noch was sagen? Okay. Dann einmal bitte ans Mikro. In die Hand nehmen, oder? Okay. Hallo? Hallo? So, hört ihr mich jetzt? Super. Hallo, mein Name ist Stefan und ich stehe für Frieden. Und ich, ja, es ist jetzt mein vierter Vortrag, den ich hier halte, und ich versuche immer so ein bisschen die Leute so zu berühren und ihnen so ein bisschen was auch von mir zu erzählen. Und mein Vortrag heute, der dreht sich um das Thema Existenz. Und ich habe mich gestern, wenn mein Mitwohner da Geburtstag hatte, gefragt, was bedeutet eigentlich Existenz? Ich glaube, viele Menschen haben sich diese Frage noch nicht so wirklich gestellt, weil sie gar nicht dazu kommen, dieses Ganze zu hinterfragen. Viele Menschen kommen von der Schule ins Studium, in die Ausbildung, üben dann ihren Beruf aus, gründen irgendwann eine Familie und ja, nehmen das sozusagen hin als Sinn ihres Lebens. Und das Schlimme ist eigentlich dabei, dass viele dann versuchen, anderen Leuten diesen Weg auch aufzuzwingen. Dass sie nicht sozusagen akzeptieren können, dass es Menschen gibt, die Existenz vielleicht anders definieren. Ich denke, nicht jeder definiert zwangsläufig seine Existenz darüber, was er beruflich macht, sondern vielleicht einfach, wie er seinen Alltag lebt und wie er anderen Menschen begegnet. Und mir stellt sich auch immer die Frage, wo wir zu einem Satz kommen, den ich denke mal jeder von uns schon gehört hat. Existiert man, um zu leben, oder lebt man, um zu existieren? Ich denke, Letzteres trifft auf die meisten Menschen zu. Gerade die Menschen, die halt in Regionen leben, wo Wasser knapp ist, Essen knapp ist und die eigentlich nicht wirklich wissen, wie der morgige Tag zu Ende gehen wird. Diese Menschen haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, ja, sich wirklich über ihre Existenz Gedanken zu machen, sondern sie versuchen irgendwie nur jeden Tag was zu essen zu bekommen und dafür zu sorgen, dass es nachts nicht zu kalt ist. Wenn wir den Luxus betrachten, den wir hier sozusagen als Menschen in der ersten Welt haben, ja, dass wir jedes Wochenende, wenn wir möchten, feiern gehen können, dass wir jeden Tag etwas anderes essen können, wenn uns nicht das von gestern schmeckt, dann vergessen wir vielleicht, dass es etwas anderes gibt, was viel wichtiger ist, nämlich auf andere Menschen zuzugehen und sie auch zu akzeptieren in dem, was sie Existenz nennen. Und möglicherweise kann es ja auch sein, dass den nächsten Obdachlosen, den wir treffen, der vor Karstadt Sport sitzt mit einem Hund und uns anlächelt, wesentlich mehr vom Leben hat als wir. Weil er sich nämlich darüber freut, wenn sich jemand zum 5 Minuten hinsetzt und mit ihm über sein Leben quatscht. Wohingegen wir das vielleicht als nervig empfinden, weil es uns davon abhält, zu Hause die nächste Sendung komplett in einer Folge zu gucken. Dann stellt sich für mich immer die Frage, wie ändern wir sowas? Und ich denke, das fängt immer bei einem selbst an. Jeder von uns sollte sich vielleicht mal selbst fragen, was für ihn im Leben wichtig ist und wie er das erreicht. Und diese Ziele sollte man unabhängig von anderen gestalten. Schließlich muss man ja sich selbst erstmal glücklich machen. Und ich denke, wenn jeder das auch nach außen trägt, dann motiviert er auch andere Menschen dazu, dies ihm nachzumachen und ihm nachzueifern. Also viele Leute, denke ich mal, sind so in ihrer Gruppierung gefangen, ja, die praktisch ihre Clique, ihr Arbeitsumfeld, ihre Fußballmannschaft, ja, aus der sie sich nicht trauen, herauszubrechen und mal zu sagen, hier, es gibt Dinge, die passen mir nicht.
ja, ich möchte mein Leben anders gestalten. Ich möchte nicht zwangsläufig jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends am Schreibtisch sitzen und mich zu Tode buckeln, nur damit ich mir zweimal im Jahr Malediven leisten kann. Ja, wie kommt man zu sowas? Ich persönlich habe für mich irgendwann angefangen, vor gut 5 Jahren ein kleines Büchlein zu schreiben. Das heißt, alle Tage sind gleich lang, aber unterschiedlich breit. Und das bedeutet im Endeffekt, dass ein Tag vielleicht nichts so Besonderes ist, aber der nächste kann sehr erkenntnisreich sein. Und wenn es so einen Tag gibt, dann sollte man vielleicht einfach aufschreiben, was einen so bewegt hat. Und da ich das Ganze jetzt so schon gut 5 Jahre mache, habe ich jetzt einfach mal so die besten Erkenntnisse, die ich so in diesen 5 Jahren gehabt habe, aufgeschrieben. Die möchte ich euch gerne jetzt einfach mal vorlesen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich hatte, ist, Kinder sind die ehrlichsten Wesen der Welt. Bis wir ihnen beibringen, das nicht mehr zu sein. Immer wenn man besorgt ist, was andere von einem denken, ist man in Wirklichkeit eigentlich darüber besorgt, was man von einem selbst denkt. Jedes Problem, das du hast, ist dein Problem. Völlig egal, wer es verursacht hat. Die eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen, ist die größte Fähigkeit, die ein Mensch jemals erlernen kann. Jedes Gesicht, das du auf der Straße triffst, ist eine Geschichte, die wahrscheinlich genauso kompliziert und facettenreich ist wie deine eigene. Menschen können diesen Planeten nicht zerstören, aber wir können ihm seine Fähigkeit rauben, uns am Leben zu erhalten, und das tun wir gerade. Die größte Erfindung der Menschheit ist Sprache. Das Grausamste, was man einem anderen Menschen antun kann, ist, ihn als wertlos zu bezeichnen. 9 von 10 Dingen, über die ich mir immer Sorgen gemacht habe, sind nie eingetreten. Neun von zehn Dingen, die mir wirklich Probleme bereitet haben, daran habe ich vorher nie gedacht. Das Vorletzte ist, liebe dein Leben. Es gibt genug Millionen Menschen auf dieser Erde, die wahrscheinlich dafür töten würden, um du zu sein. Und damit wir uns nicht alle darüber definieren, was wir tun, sondern dafür sind, sage ich einfach mal, liebe dich dafür, was du bist. Denn wir sind alles Menschen, würde ich sagen, auch dem Vater Selbstoffenbarung. Ich denke, das ist das Wichtigste. Ehrlich zu uns selbst sein. Ja, und auf unser Herz hören und nicht, was andere sagen. Ja, einfach mal wirklich kurz mal in sich gehen und fragen, was einem wirklich wichtig ist und ob das, was man lebt, auch wirklich das ist, was man sein möchte. Und dann hat man jeden Tag die Chance, aufs Neue das Ganze zu ändern. Mein Name ist Stefan und ich stehe für Frieden. Dankeschön. Danke, Herr Stefan.